Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin Sir Reuser, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer neuen Fahrspot-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Wir gehen direkt rein in den Händler, wir gehen auf Anhänger, Anhänger, scrollen ganz nach rechts, je nachdem, wo er bei euch sitzt. Bei mir sitzt er halt ganz rechts. Der Joskin Trans Space 8000 Anhänger. Jawohl, das ist einer meiner Lieblingsanhänger gewesen im LS19. Im 22er kam er leider erst relativ spät als Mod rein. 31 Kubik, 8,6 Tonnen, 35.000, 1.785 € zur Miete. Farblich mäßig können wir hier nichts einstellen, wobei ich dieses Gelb-Grün eigentlich gar nicht so schlecht finde als Kombination. Wir haben verschiedene Reifenhersteller. Ihr müsst nur aufpassen, nur Trelleborg hat eben die Breitreifen. Alle anderen haben Standardbereifungen nur. Was mir bei dem Hänger gut gefällt, wir zahlen jetzt hier 35.000, wenn wir von den Breitreifen absehen, können aber 31 Kubik laden und wir haben mitlenkende Hinterachsen. Ja, das ist ganz wichtig. Wir haben nicht nur eine Achse, die mitlenkt, wir haben zwei Achsen. Die mittlere ist starr, vordere, hintere lenken mit, was natürlich das Rangieren erheblich leichter macht. Ja, erheblich leichter. So, wir gucken nochmal schön die Basics hinten durch. Links blinken, rechts blinken, warm blinken, passt. Wir haben eine schöne Beleuchtung, auch wir haben eine schöne Seitenbeleuchtung, wir haben eine Kennzeichenbeleuchtung, wir haben eine schöne Arbeitsausleuchtung hinten. So, wir haben ein Rückwärtslicht, wir haben ein Bremslicht. So, genug gefaselt. Es ist ein Hänger. Ein Hänger muss beladen werden. Wir haben geschickterweise hinten noch ein Woodtracker stehen, der ein bisschen Holz geladen hat. Wir haben hier noch eine schöne Warnleuchte, wobei die echt tief weit unten, ne? Der Trecker hier, das ist ein Class Xerion, habe ich euch schon vorgestellt. Das ist die Ansgar On Tour Edition, findet ihr oben in meiner Playlist. Der Woodtracker, zu dem wir fahren, das ist ein Jetzt Woodtracker. Den habe ich euch eigentlich, müsste er schon vorgestellt worden sein. Wenn nicht, wird er wohl die Tage kommen. Findet ihr dann oben auch in meiner Playlist. Ich habe ihn nur ein bisschen umgeparkt, dass wir hier an das Laderohr oder das Entladerohr besser hinkommen. Das ist ein bisschen kurz, muss ich sagen. Das könnte ein bisschen länger sein. Also wir laden jetzt hier schön die Hackschnitzel um. Wie schon gesagt, 31 Kubik kann der schlucken. Das Problem ist bloß, der Woodcracker kann 55.000 schlucken. Also das heißt, wenn der Woodcracker voll ist, reicht dieser Hänger nicht aus. Okay? Dann tun wir den noch schön irgendwo hinschmeißen, das Zeug. Vollkommen egal wohin. Da haben wir das auch mal gesehen. Stopp! So, wir machen das mal an. Hier entladen müsste hier sein. Schön dargestellt, und schön aussteigen dafür. Wir haben einen schönen Hubarm hier in der Mitte. Mal schon ausgeladen, egal. Auch von der Soundkulisse wirklich schön gemacht. Also man hört die Hydraulikarbeit, man hört, wie der Container satt aufsitzt. Das ist doch schon alles ziemlich fein, muss ich sagen. Haben wir ihn schon ein bisschen verkratzt, egal. So, steigt mit dem Xerion mal schon hier aufs Dach, wenn es geht. Ja, es ist ein schöner Hänger. Ich nutze ihn wirklich gern, vor allem mit den Achsen, die mitlenken, macht es ihn schön gelenkig und geschmeidig vor allem. Man kann schön einparken, man kann auch ein bisschen enger mit ihm einparken. Das funktioniert wirklich ganz klasse für den Preis, vor allem wirklich schöne Mod. Ihr habt es auch vom Akustischen gehört, man hört schon die Hydraulikarbeit, man hört, wie der Container satt aufsitzt. Macht eigentlich nichts falsch, den Mod, würde ich sagen. Dann sind wir schon am Ende angekommen. Entschuldigung. Wie immer würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet. Ihr dürft den Kanal natürlich kostenfrei abonnieren. Ich bin 3 bis 4 Mal die Woche live auf Twitch unterwegs. Da eskalieren wir regelmäßig im Farming Sim und in Anno 1800. Ab und zu gesellt sich auch der ein oder andere Playlist mit dazu, Playtest mit dazu. Ja, der wo noch will, ne, ihr findet jede Menge Playlists bei mir, wo ihr noch ein paar Mods durchstöbern könnt. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich bin raus, euer Sam. Ciao.